Football, Campus Life und Party. Das sind die Dinge, an die ich dank Hollywood denke, wenn ich US College höre. Doch wie sieht der Alltag an einer der besten US-Universitäten wirklich aus? Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Frühstücker, aber von gestern sind hier noch so ein paar Cookies übrig und ich glaube, das hält als unfassbar gesundes Frühstück erstmal her. Ich bin gerade auf dem Weg zum Central Campus. Es gibt hier zwar diese klassischen Dorms, die man aus Filmen und so kennt, die meisten Leute leben aber off-Campus und ich lebe in einem kleinen Haus paar Meilen weg vom Campus und deswegen muss ich jetzt erstmal einen Bus nehmen, um überhaupt zur Uni zu kommen. Ich bin jetzt angekommen am Central Campus und der Bus spuckt mich immer an derselben Stelle aus. Und meistens mache ich dann erstmal eine Tour durch eins meiner Lieblingsgebäude hier auf dem Campus, die Michigan Union. Also ein Grund, warum ich da drüben so oft abhänge, sind definitiv die günstigen Getränke. Hier gibt es so ein Abo-Modell und aktuell zahle ich $3 im Monat und kann mir dort so oft und so viele Getränke holen, wie ich möchte. Ist auf jeden Fall nicht gesund, aber schon sehr, sehr geil. Und damit könnte ich eigentlich die ganze USA beschreiben, wenn ich ehrlich bin. Ein anderer Grund, warum ich sehr gerne in der Union abhänge, ist, weil es sich viel mehr wie ein Wohnzimmer anfühlt, als wie ein richtiges Uni-Gebäude. Aber ich dachte mir, für den Vlog gehe ich heute mal hin, wo ein richtig nicer Vibe herrscht und das ist in der Jura-Bibliothek. Alright, es ist jetzt 12 Uhr, das bedeutet Zeit für eine kleine Mittagspause. Das Thema Essen ist für mich aber nicht ganz so easy wie für die meisten Studenten. Die haben nämlich meistens einen Mealplan und dann kann man in sogenannte Dining Halls gehen. Das ist ein bisschen wie so eine Mensa. Ich habe mich aber am Anfang vom Semester dagegen entschieden, weil die teilweise echt teuer sind. Also 4 Monate Fulltime-Essen, wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen, kosten über $2000. Und ich dachte eigentlich, dass es mich günstiger kommt, wenn ich koche und ab und zu was essen gehe in normalen Restaurants. Keine Ahnung, ob es am Ende wirklich günstiger war. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit dieser Entscheidung leben und werde mir jetzt erstmal ein Burrito für meine Mittagspause holen. Kleiner Funfact an der Stelle, ich bin gerade übers Dyack gelaufen, das ist der zentrale Punkt am Campus und direkt in der Mitte ist so ein dickes, fettes, goldenes M. Aber wenn man da draufsteigt, dann fällt man alle seine Prüfungen, deswegen sieht man alle Studenten immer drauf zulaufen und dann erstmal einen dicken, fetten Bogen außenrum machen. Ich liebe den Central Campus. Im Sommer ist hier alles mega grün und überall laufen diese dicken, fetten Eichhörnchen rum. Keiner weiß, warum die so fett sind. Ich habe gehört, weil angeblich die Studenten die ganze Zeit füttern. Ich habe noch nie eins gefüttert, aber es ist auf jeden Fall mega cute, denen zuzusehen, die ganze Zeit hier rumrennen und nach Nüssen suchen. In dem Laden habe ich auf jeden Fall schon viel zu viel Geld gelassen, deswegen gehen wir da heute mal nur dran vorbei. Jetzt muss ich zum Nordcampus, weil ich heute ein Gruppenmeeting habe und deswegen muss ich leider weg vom Central Campus hin zum Nordcampus. Auch hier ist es leider so, dass die Mitfächer gerne mal nach draußen verbannt werden, weg vom Hauptcampus und dann muss man halt so einen nervigen Bus rübernehmen. Ich bin heute auf jeden Fall hier, weil ich ein Gruppenmeeting einmal die Woche habe, wo einfach all die Studenten, die Professorin darüber updaten, was man die Woche über so gemacht hat und wie es mit dem eigenen Projekt vorangegangen ist. Dazu muss ich jetzt aber noch ein bisschen was vorbereiten. Ja, und so sehe ich dann die meiste Zeit aus. Nein, Spaß beiseite. Die meiste Zeit habe ich natürlich kein Football-Hemd auf. Aber das Ganze ist mein Research-Project, habe ich ja vorher auch schon angemerkt. Und hier sind die beiden guten Stücke auch. Die sehen äußerlich jetzt erstmal identisch aus, aber worum ich mich kümmere, sind die Dämpfungselemente im Inneren. Und hier sieht man so eins, was ich 3D gedruckt habe. Und das ist dann das, was eigentlich hier drin sein sollte. Kann man das scharf stellen? Ja. Das hier sollte eigentlich da drin sein. Und letztendlich schaue ich mir an, ob man mit einem neuen Werkstoff oder einer anderen Geometrie Gehirnerschütterungen reduzieren kann oder einfach insgesamt die Kräfte, die auf den Kopf wirken, ein bisschen reduzieren kann. Für mich als Football-Fan ein absolut geiles Research-Project. Das Meeting ist gut gelaufen, meine Professorin ist auf jeden Fall happy mit den Ergebnissen. Ich bin jetzt wieder zurück auf dem Central Campus und für mich fängt jetzt ein bisschen Freizeit an. Das wird so mein Vlog sein.
Please. I paid my tuition for next semester. How much do you think that is? Probably zero. It's $85. Yo. Makes me feel very upset. Ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg und jetzt brauche ich dringend erstmal was zum Abendessen. Ich esse jetzt noch mein Abendessen und danach werde ich mich mit ein paar Freunden in der Bar treffen. Wer bis hierher geschaut hat, dem wird auffallen, dass es jetzt nichts ultra Besonderes in meinem Alltag hier gibt. Wo sind die crazy College Partys? Wo ist der Football? Wo sind all die anderen Klischees, die man sonst so aus Filmen kennt? Die gibt es auf jeden Fall und die habe auch ich versucht mitzunehmen. Aber an der Tagesordnung sind die leider nicht. Je nachdem, wie intensiv man das Ganze natürlich durchleben möchte, würde ich sagen, dass ich ein bis zweimal die Woche ein Event habe, das irgendwie aus meinem normalen Alltag raussticht. Letztendlich bin ich ein normaler Student, der auch in die Uni muss, seine Aufgaben und Deadlines hat, der irgendwie über die Runden kommen muss. Und wie besonders und wie abwechslungsreich das jetzt von einem Studium in Europa ist, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Je nachdem, wie sehr man die USA, die Mentalität hier und die Dinge, die nun mal hier einzigartig sind, feiert, dementsprechend cool oder uncool findet man es hier auch. Ich für meinen Teil liebe Football, US-Sport und das Campusleben und genau deswegen bin ich auch hierher gekommen. Falls dich interessiert, wie du sowas auch machen kannst, ganz egal, ob dir die Noten oder das Geld dafür fehlen, dann schau dir doch mal dieses Video an, da habe ich ganz genau erklärt, wie sowas geht. Und dann sehen wir uns genau zu diesem Video wieder. Bis dahin. Ciao.